Laut dieser völlig ominösen Quelle soll es heute wieder einen Galaxy-Part geben. Galaxy, was war denn das nochmal? Ach, das war das mit dem Mario da im Weltraum. Ja klar, da war ja was auf dem Kanal der T-Gamer. Nein, sag bloß, das kann ja schon ewig nicht mehr. Das war ja in meiner Kindheit vor 20 Jahren. Das wäre gar nicht jung. Egal, Friends, wie auch immer, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Super Mario Ultra Smash Galaxy HD 2 and Knuckles auf der Switch in der 3D All-Stars Version auf diesem Channel The T-Gamer. Wir spielen weiter in Galaxy im Schlafzimmer nach dem letzten Part, der 3 Jahre her war. Es geht wieder weiter, Friends. Es ist wieder diese Zeit gekommen. Ich will gar nicht wissen, wann dieses Video überhaupt erscheint. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, 17.11. Könnt ihr ja mal dann gucken, wann das Video online kommt. Also dieses Jahr sollte es noch kommen. Finde ich witzig. Wir spielen weiter mit dieser Galaxie, denn diese Galaxie ist die wunderbare Windgarten-Galaxie. Auf jeden Fall, Friends. Wir machen weiter in Windgarten-Galaxie. Ich muss Deutsch kein so vergessen. In der Windgarten-Galaxie machen wir weiter. Der Himmel, der Wind. Und der Hase, meine Damen und Herren, da geht's los in der schönen, entspannten, chilligen, wunderschönen Galaxie. Da hab ich Bock drauf. Zack, wir fliegen durch den Wind. Niemand fliegt mit einer Pusteblume durch das Weltall. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir diese Fragezeichen-Münzen schon einsammeln müssen. Ich glaube aber, das ist schon im nächsten Stern. Jawohl! Der Geldbeutel, let's go, easy. Aber Friends, es ist tatsächlich passiert. Ich nehme wieder Galaxy auf. Cringe, Brudi. Schon etwas cringe, Brudi. Glaubt man das? Ich glaub's nicht, dass man das glaubt. Wie ist denn das jetzt passiert? Wahrscheinlich bin ich nicht auf diese Piranha gesprungen. Leck mir doch am Arsch, Mario. Du musst das schon trade machen hier dann. Sonst kann ich schnell wieder in deinen Keller gehen, in dein Schlafzimmer. Und da bleiben. Mario, hör auf, dich von Piranhas zu fressen zu lassen. Wir müssen hier von Planet zu Planet. Und nicht von... Kein Bock mehr. Ich will mich jetzt eigentlich komplett verarschen. Am besten stirbst noch, oder? Stirbst noch vor der Piranha. Ist okay, Mario. Kannst gleich wieder schlafen gehen. Wie du die letzten 3 Monate gemacht hast. Meine Fresse. Dich mach mal weg. Dann geht's hier auch weiter zu einem One-Up. Toll. Und da sind wir auch schon beim letzten Planeten. Hier ist ja schon der Hase. Glaubst du, du kannst mich fangen? Ja? Ich fang dich wie... Ich kann Vergleiche überhaupt nicht. Ich kann Vergleiche echt überhaupt nicht. Du kannst doch ganz einfach machen. Ich kann dich einfach abschießen. Komm schon. Warum bist du so ein elendiger Bastard? Jetzt hör mal mit unfairen Mitteln. Sorry, Hase, aber ich bin halt ein Cheater. Und ja, Friends, ihr hättet auch schon denken können, ich habe heute auch wieder Kommentare dabei und ich will gleich mal mit dem ersten anfangen. Denn es gab ein paar. Und wir nehmen einfach jetzt hier random raus den von, erstmal von Shelly, weil Shelly ist wichtig. Shelly war beim letzten Video im Intro dabei und das war sehr nett von ihr. Und sie hat halt geschrieben, dieses Video einfach zu geil. Richtig schön geworden. Und danke, Shelly. Das freut mich sehr, dich immer wieder schön bei den Kommentaren zu lesen. So, ich würde sagen, wir machen hier noch Sandinsel-Galaxie. Den Stern, damit wir das einfach so schnell wie möglich durchkriegen. Da sind wir ja ein bisschen kacke gestorben erstmal. Toller Bonus! Ja, mal schauen, was wir jetzt noch machen müssen. Die Riesenfalle in der Wüste. Was war denn das? Och nö, das war das. Da kommt noch ein Secret-Stern. Mama! Ja, aber okay, wir gehen den ganz spannend durch. Wir machen den Secret Star danach. Geh mal weg, du Hühnchen. Ciao, Bro, gell? Bis nie wieder. Bis. Geil, was weiß ich, wann du wiederkommst. Ich predikte. Nein! Ja, aber das mit nach vorne drücken hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. GG. Hier oben wäre auch ein Kubo gewesen. Ach so, jetzt sagst du.
Danke, jetzt ging's. Ich hab nichts anderes gemacht. Nice. Nein, Mario, bleib da oben. Nimm das mit. Danke. Na egal, wir gehen weiter. Und hier wäre jetzt der Secret Star. Hier müsste man... Oh Gott. Hier müsste man was machen für den Secret Star. Aber das lassen wir jetzt einfach. Und machen das dann alles nachher nochmal mit dem Kuba-Panzer und den Star Bits. Ist okay. Ja, aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Und machen den richtigen Stern nochmal bis hinter uns. Zack. Alter, so ein Gott im Aimen bin ich. Das ist ja nicht normal. Zack. Stopp. Zack, Sternring. Zack, bitte, bitte. Danke, weiter. Hui. So, der Lachs wird jetzt auf Zeit gehen, oder? Hallo? Hallo? Hallo! Ich hab gesagt, du sollst auf Zeit gehen. Danke! Jetzt versinkt es nämlich einfach, wo auch immer das da reinpassen soll. Und wir müssen uns beeilen, sonst werden wir zerquetscht von Sand und Stein. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Solche Noobs, solche... Oh mein Gott, wenn ich jetzt sterbe, es ist so verdient. Es ist so verdient. Es ist so verdient. Oder es wird mega knapp, eins von beiden. Also wenn man so schlecht spielt wie ich, dann ist man auch komplett lost. Also Mario, wenn du stirbst, dann ist das meine Schuld. Du kannst nichts dafür, dass ich schlecht bin. Ist halt so. Sorry. Kann man nichts machen, leider. Aber es sieht gut aus, irgendwie. Warum auch immer. Ich habe so viel verkackt und es reicht trotzdem. Wir müssen nur noch den Stern nehmen. Let's go, wir haben den Sterns genommen. Woo! So, es ist wieder Kommentarzeit gekommen, denn wir haben noch einen Kommentar von Libidon, der Jude. Boy hat nämlich geschrieben, richtig gutes Video, die Edits waren besser als je zuvor. Freue mich schon auf den nächsten Part. In diesem Sinne, bis in 3 Monaten. Und nein, Libidon, der letzte Part ist schon 2 Monate her, vielleicht schaffe ich es noch. Aber danke für deinen Kommentar, danke für deine Worte, das war sehr schön von dir, dankeschön. Und so wie es aussieht, müssen wir Komet machen und nicht Fragezeichenstern am Fragezeichenstern beim nächsten Mal. Ist mir doch zu blöd. Zeitangriff jenseits des Treibsatzes. Aber da wir das alles schon gesehen haben, machen wir das jetzt im Speedrun-Modus. Let's go! Jawohl, Friends! So, und der dritte Kommentar für heute, denn der ist von Johnny, denn der hat geschrieben, For real, du hast echt die geilsten Intros von Edit Gameplays. Dankeschön, Johnny. Das freut mich, dass du das sagst. Dass du magst die Intros. Na, danke schon. Das hast du schon öfter gemocht. Und ja, die sind wild, ne? Die sind sehr wild. Und ja, es geht weiter im Windischen Garten. Mit dem folgenden Stern, Begegnung mit General Maulwurf. So, war natürlich nur ein Prank. Wir machen natürlich erst einen Geheimstern, weil der geht schnell und ist einfach und nicht natürlich. Ja gut, ich habe vorher gesagt, dass ich lieber diese längeren Sterne mache, ne? Ja, es gibt auch Ausnahmen. Oder ist noch gar nicht der Geheimstern? Nope. Laber ich die ganze... Nein, was? Oh crap, die war ja nur viel zu weit weg, die Plattform. Wenigstens ist die Musik schön. Wenigstens ist die Musik wunderschön. Das ist doch was. Man kann die mit Dingern abschießen. Cool, dude. Achso, man trifft sie aber nicht. Man trifft sie. Ich hab wieso mit Dingern gerade getroffen? Okay, keine Ahnung. Die Maulwürfe sind gar nicht nervig, wenn man einfach eine Schambertacke macht. Der Radius ist so weit von der Schambertacke, das juckt die einfach immer. Wieso hab ich mich dann immer beschwert? Okay, keine Ahnung. Wir gehen hier weiter. I have a apple. Und jetzt müssen wir auf die Raupe von Apfel zu Apfel schleudern. Das ist nicht unekliger, ne? Ekelhaft! Ja, guck mal, der Hasi da oben. Der Hasi wird von General Maulwurf gemobbt. So nicht, ich bin Streitschlichter. Halt, stopp, wir können es auch friedlich klären. Oder du gegen mich, Maulwurf. Komm doch her, wenn du ein Problem mit dem Hasen hast. Da kann nichts dafür, der wollte nur ein Rennen machen. Geh mal weg, Alter. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Oh je, ich soll schlafen gehen. Ja, Maulwurf, jetzt habe ich dir schon 2 Klöpse auf den Popo gegeben. Der arme Hase hat voll Angst. Du hast dem armen Hasen Angst gemacht.
Willst du mich eigentlich verarschen? Meine Fresse, geh einfach. Verpiss dich. Immer diese Mobber. Geh mir voll gegen den Strich gehen die mir. Es ist wieder Zeit für die T-Gamers Comedy Show. So, ich blende jetzt noch zwei Kommentare ein, weil... Will halt. Denn der eine ist von Chaosbert, der hat nämlich gesagt, endlich mal wieder Kinofilm. Das ist true, weil er hat extra das Intro von mein geiles, nachgemachtes Universal-Intro, wo ich 6 Stunden für gebraucht habe, bis es gerendert ist mit diesem. Das ist zu wildes Intro. Und da hat der Chaosbert geschrieben, endlich mal wieder Kinofilm. Das ist richtig. Und auch geschnitten wie ein Kinofilm. Also, ich werde nichts sagen. Aufwendig wie ein Kinofilm. So, und der andere Kommentar, der ist noch von Manu, der ist ein bisschen länger und er hat geschrieben, lächerlich, dass ich nur mit dieser Scheiß spielt, YouTube-Einblendung vorkam und außerdem hätte man daraus mich nice dissen können, indem man einfach den Text ändert. Aber ansonsten wildes Video mit nicem Intro und noch heftiger Reinkart. Beste Edit war meiner Meinung nach, der als du... Kommasetzung üben wir noch, Manu. Der, als du die Sandgalaxie freigeschaltet hast, dein Face war da einfach zu funny. Alles klar, Manu, dankeschön. Für den Tipp und Dankeschön fürs Feedback. Wir machen noch nicht so gut, dass wir an der Insel kommen. Dann haben wir Sand, ist es so gut wie fertig. Dann fehlt da nur noch ein Komet und dann haben wir die Kaite fertig. Und das machen wir jetzt fertig. So, denn der Geheimstern, der befindet sich hier. Wir müssen nur den Baumstamm schnell genug aktivieren. Das hat super geklappt. Da ist der Baumstamm. Zack, den müssen wir aktivieren. Dann erscheinen hier nämlich Noten und wir müssen ein bisschen mit dem Sand, der aufsteigt, das Lied spielen. Und dann haben wir es auch schon gegessen. Dann taucht nämlich ein Sternring auf und der führt uns zu einem anderen Riesenplaneten, den wir noch nicht hatten. Das ist der hier. Und der ist nervig, weil die Kugel will dies nicht machen, was man will. Wenn der Kugel wieder mit runterkommt, dann vielleicht auch gleich... Kommst du mit? Er kommt mit, Friends. Die Clown kommen auch mit. Jawohl! Mach den Stern auf. Mehr wollte ich nicht. Dankeschön, Kollege, dass du so kooperiert hast. Und da haben wir den Stern, Friends. Und mit diesem Stern würde ich sagen, war's das dann für diese Folge auch schon wieder mit 30 Minuten Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, weil ihr wisst genau, wie aufwendig dieses Projekt ist und wie selten es kommt. Also, lasst doch mal ein Like da. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich sehe dich hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Video. Und schreib einen Kommentar, wenn du auch hier eingeblendet werden willst. Und yes, lass ein Abo da, wenn du neu bist. Natürlich würde mich auch sehr freuen. Und dann sehe ich dich hoffentlich im nächsten Video wieder. Hau rein, Tiger, und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.